Ja, einen schönen guten Abend, meine lieben Studierenden. Das wird definitiv die letzte Premiere sein in diesem Semester in der Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Ganz kurz mit diesem Intro möchte ich Sie sehr herzlich zur Klausur heute begrüßen und würde Ihnen ganz gern zeigen, wie das Ganze abläuft. Das ist natürlich auch im Klausurformular beschrieben, aber ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und Ihnen den Weg so einfach wie möglich machen. Also, gehen Sie zunächst auf Opal. Loggen Sie sich bitte ein in Ihren Account und wählen Sie den Kurs zur Vorlesung. Das ist bei mir diese. Unter Unterlagen und Material finden Sie das Klausurdokument, das hier in einem Dummy im Moment noch liegt. Morgen liegt hier die aktuelle Version und da jetzt morgen ist, kann ich Ihnen die aktuelle Klausur auch zeigen. Laden Sie sich das Dokument und wir gehen ganz kurz durch. Sie bearbeiten arbeiten die Klausur als Take-Home-Exam für die Vorlesung und ganz kurz nehmen Sie sich bitte Zeit zum Lesen. Da ich etwas mehr Material dazu gepackt habe, als es üblich ist für die 90 Minuten, nehmen Sie sich bitte die Zeit zum Lesen. Ganz kurz, hier haben wir erst einmal eine Einordnung und eine Einführung in das Thema und vor allen Dingen schon eine Orientierung an möglichen Fragestellungen, die Sie entwickeln können und die Sie am Material entwerfen. Darüber hinaus, wenn Sie das Ganze diese Anregungen für Sie nicht attraktiv sind, setzen Sie bitte ruhig eigene Akzente in Ihrem Essay. Jetzt konkret zum Bearbeitungsmodus. Lesen Sie sich bitte in den Text ein und die Zeit, die Sie dafür benötigen, zählt explizit nicht in die reguläre Bearbeitungszeit von 90 Minuten, an der Sie sich bitte orientieren sollten. Fragen stellen Sie bitte in der Matrixgruppe zur Vorlesung. Und Sie dürfen alle Materialien verwenden und technischen Hilfsmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, aber bitte geben Sie diese an, also das heißt vor allen Dingen hier die Quellen. Die Klausur sollten Sie bitte spätestens als Word-Dokument bis heute Abend 19 Uhr an meine offizielle E-Mail-Adresse senden mit dem Betreff, und das ist wichtig, Raute PL für Prüfungsleistung underscore Lasch underscore THE. Und wenn Ihre Lösung später eingeht, muss ich Sie als nicht ausreichend bzw. nicht bestanden bewerten. Denken Sie daran, dass die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens gelten und deswegen brauche ich hier in der Selbstständigkeitserklärung Ihren Namen und ein Datum. Dann erschrecken Sie bitte nicht, es schließt sich daran direkt der Blogartikel an, den Sie auch unter dieser URL aufrufen können. Er ist in Zeilen durchnummeriert, sodass Sie eine Orientierung im Text haben. Der ist ein bisschen länger, lässt sich aber gut lesen und passt freilich zum Thema der Vorlesung. Und hier ab Seite 7 können Sie Ihren Essay entwerfen und in der Bearbeitungszeit diesen Essay anfertigen. Und jetzt ein wichtiger Schritt, den ich Ihnen noch sage, der dann auch morgen in den Beschreibungen zur Klausur enthalten sein wird. Bitte speichern Sie, nachdem Sie fertig sind, das Ganze unter Ihrem Nachnamen. Ja, also zum Beispiel Lasch. In meinem Fall. Dann senden Sie bitte dieses abgespeicherte Dokument als E-Mail-Anhang an meine offizielle Adresse unter dem angegebenen Betreff. Das sollte es dann gewesen sein. Ja, ich hoffe, dass dieses Semester für Sie ein Gewinn war unter den besonderen Bedingungen, unter denen es abgelaufen ist. Ich bin gespannt auf Ihre Essays und gespannt, wie Sie sich mit dem Text auseinandersetzen. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns im nächsten Semester wiedersehen. Mit einigen von Ihnen bin ich noch im Kontakt in Bezug auf die Fortführung der Reihe Digitale Lehre. Allen anderen wünsche ich jetzt erstmal eine sehr schöne und hoffentlich erholsame vorlesungsfreie Zeit. Und seien Sie versichert, dass wir im Moment an einem Konzept arbeiten, wie das Wintersemester, die Lehre im Wintersemester gestaltet werden soll. Ich würde Ihnen empfehlen, hier im August die Augen ein wenig offen zu halten,
dann ist es anzunehmen, dass wir Ende August Ihnen ein fertiges Konzept für die Lehre im Wintersemester vorlegen werden können. In diesem Sinne bedanke ich mich noch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin Ihr Alexander Lasch. Bis zum nächsten Mal.